Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video. Und ja, ihr habt es richtig gesehen. Ja, auf meinem Kanal kommt wieder ein Video. Und ja, in diesem Video wollte ich ganz kurz mal sagen, wann wieder regelmäßig die Minecraft Island und die Battle of the Train Videos kommen. Oder halt generell, wann wieder regelmäßig die Videos kommen. Videos, viel Spaß. Also Freunde, zunächst mal. So, Freunde, auf jeden Fall als allererstes, bevor das Video richtig losgeht, ich werde häufig gefragt, wie ich bei PlayStation heiße, wie ich bei Instagram heiße. Und ich wollte dich nur noch mal darauf hinweisen, achtet mal auf die Videobeschreibung bei meinen Videos, als ich mache das eigentlich schon relativ lange, da ich bei meinen Videos als immer in die Videobeschreibung schreibe, wie ich bei Instagram heiße und wie ich bei PlayStation heiße. Zurzeit oder halt seitdem, wo ich es halt angewohnt habe, ist bei jedem Video unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich bei PlayStation oder bei Instagram heiße, ja, dann einfach in die Videobeschreibung klicken und ja, genau. Zweite Sache, die ich kurz ankündigen wollte oder euch Bescheid geben wollte, bevor das Video jetzt halt richtig anfängt, ist LiveBlue, der Ehrenwort, Digga. Der hat für uns einen Discord-Server gemacht, für uns alle. Und darauf könnt ihr alle joinen. Und ja, es ist ganz einfach. Also, ihr klickt unten in die Videobeschreibung, dass der Discord-Server verlinkt. Und ihr schreibt vielleicht mal ein Dankeschön für LiveBlue in die Kommentare oder ihm selber bei Instagram. Wäre auf jeden Fall mal nice, weil ja, LiveBlue hat uns einfach einen eigenen Discord gemacht und ich meine, ich finde es schon cool, wie was er alles für den Kanal macht. Und ja, wir haben sonst noch andere nice Mods, die auch viel machen, aber LiveBlue ist wirklich derzeit oder eigentlich schon länger einer der besten Mods. Und ja, nochmal danke an dich, LiveBlue. Und ja, in Zukunft werden bei allen meinen Videos unten in der Videobeschreibung der Discord stehen oder ja, der Discord-Link sein. Und ja, da könnt ihr einfach draufklicken und dann seid ihr schon auf dem Discord. Ihr könnt mit mir schreiben, ihr könnt auch mit anderen Zuschauern schreiben, vielleicht über irgendwelche Sachen oder Ideen diskutieren. Ihr kriegt da früher als normal News über wann ich livestreame, wann ich Videos rausbringe und ihr könnt sogar mit mir reden. Genau, warum hau ich da früher die News raus? Weil ein Video zu machen dauert halt natürlich viel länger, um es dann auch noch hochzuladen. Es dauert halt viel länger, als halt, wenn ich kurz auf Instagram in den News-Channel schreibe. So, auf jeden Fall, Freunde, jetzt soll es aber richtig mit dem Video starten. Okay, ihr habt es wahrscheinlich am Titel gelesen, wahrscheinlich und am Thumbnail erkannt. Ja, das ist eigentlich ein gutes Sprichwort. Nee, wann mache ich auf jeden Fall wieder aktiv, ja, Videos? Generell nicht nur Minecraft Island, sondern allgemein einfach Videos. Und ja, Leute, ich will zuerst mal die Frage klären, wieso habe ich jetzt mal ein paar Tage keine Videos gemacht? Eigentlich müsste ich mich da nicht rechtfertigen, aber ich mache es trotzdem mal, weil eigentlich wollte ich, habe ich ja gesagt, ich will YouTube durchziehen, richtig am Ball bleiben. Und ja, es lag daran, weil ich Geburtstag hatte und weil ich halt, weil da was dazwischen gekommen ist. Und ja, dann habe ich einfach nicht die Zeit gefunden, ein Minecraft Island Video zu schneiden und ein Battle of the Train Video zu schneiden. Dennoch habe ich nebenbei das Intro gemacht, was jetzt auch morgen oder vielleicht noch heute hochgeladen wird. Also ja, ich habe extra ein Intro erstellt. Es ist jetzt nicht mordsaufwendig, von dem her, das hat mich auch nicht lange Zeit gekostet. Höchstens vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Und ja, auf jeden Fall. Danke an alle Leute, jetzt auch außerhalb von YouTube, die mir alles Gute zum Geburtstag gewünscht haben. Und genau. Warte mal. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen, aber ich hab's vergessen. Ah ja, Freunde, das ist eine Frage, eine allgemeine Frage. Denkt ihr, wir schaffen vielleicht unter dem Video oder unter den nächsten Videos die 200 Abonnenten? Wäre schon nice, also helft dem Kanal aus. Es wäre nett, wenn ihr dem Kanal aushelfen würdet. Wenn ihr einfach ein Like da lasst, ein Abo und euren Freunden einfach den Kanal schickt. Vielleicht Freunde, die sich auch für Minecraft interessieren. Also danke an jeden Einzelnen, der die Videos oder den Kanal mit seinen Freunden teilt. Jetzt würde ich sagen, wenden wir uns aber zur Frage, wann kommen wieder aktiv Minecraft Island Videos oder generell Videos auf diesem Kanal? Ich weiß, ich habe schon am Anfang sehr viel um den heißen Brei gelabert. Dennoch ist die Frage ganz simpel oder die Antwort meine ich. Und zwar die Antwort ist die Tage. Die Tage kommen wieder regelmäßig Videos, vielleicht auch ja jeden Tag mal wieder. Ich habe ja eine Zeit lang jeden Tag als Videos gebracht. Und ja, also auf jeden Fall, die Tage kommen auf jeden Fall Videos.
wieder regelmäßig. Und ja, auf was könnt ihr euch freuen, wer neu auf meinem Kanal ist? Oder ja, derzeit kommen Minecraft Island Videos und Battle of the Train Videos. Das sind die zwei Projekte. Wobei ich sagen muss, Battle of the Train ist ja kein richtiges Projekt. Obwohl ich dann doch sagen muss, doch, es ist ein richtiges Projekt. Also Freunde, ich habe auch schon neue Projekte mal wieder vor. Aber ja, für Projektideen schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich weiß nicht, Digga. Ich würde irgendwie schon gerne ein neues Projekt machen. Klar, ein neues Projekt kommt in 2-3 Monaten. Und zwar ist es eine Adventure-Map von Live Blue gebaut. Und ja, also ich habe nicht gesagt, er soll es machen, sondern er hat es freiwillig gebaut. Freiwillig für den Kanal, das ist ein nices, cooles Projekt da ist. Und ja, auf jeden Fall danke Live Blue. Er hat so gesagt, im Livestream hat er so gesagt, in 2-3 Monaten oder vielleicht auch noch ein bisschen länger kommt das neue Projekt oder das neue, die neue Map, und die soll sehr groß sein. Deswegen wird es wahrscheinlich ein Projekt. Ich bin gespannt, ob es ein richtig großes Projekt sein wird oder ein Mini-Projekt. Ja, aber genau, aber jetzt habe ich halt erstmal diese zwei relativ festen Projekte und es wird jetzt erstmal kommen. Aber habt ihr Ideen, die mich echt überzeugen und die mir gefallen, dann kann ich das mal als einzelnes Video machen oder vielleicht als Mini-Projekt oder vielleicht als drittes Projekt auf dem Kanal. Wäre eigentlich schon nice, aber ja, ich habe jetzt was vor, Freunde, und zwar muss ich jetzt erstmal nach dem Video das Video jetzt hier rendern und dann die anderen Videos schneiden. Deswegen verdrehen wir gar nicht viel Zeit und ich würde dann sagen, habt noch einen schönen Tag, haut rein und Peace.